Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Hearthstone, Heroes of Warcraft. Was machen wir in dieser Folge? Natürlich eine weitere Schatzjagd, einen Dungeon Run. Denn da haben wir auch einiges nachzuholen. Das war ja das neue Feature von Kobolds and Catacombs. Und drum müssen wir es auch ein bisschen austesten, natürlich, bevor die nächste Erweiterung vor der Tür steht. Beziehungsweise sie steht schon vor der Tür. Sie kommt nämlich Mitte April raus und heißt Hexenwald. Aber dazu in einem anderen Video mehr. Wir nehmen diesmal den Hexenmeister. Und ich bin gespannt, was für ein Deck wir craften werden. Wahrscheinlich wird es sehr dämonenlastig werden. Aber ob dem auch tatsächlich so ist, werden wir dann, wie gesagt, in den nächsten knapp 40 Minuten dann erkennen. Ich bin gespannt. Gul'dan gegen einen winzigen Welpling. Oh Schreck, was machen wir? Und er ist nicht alleine, seht ihr das? Wir haben auf jeden Fall schon mal die Verdammniswache. Vielleicht können wir ja tatsächlich einen Q-Block hinkriegen. Das ist gerade ein sehr, sehr, sehr populäres Deck im Ladder-Modus. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir das irgendwie hinkriegen könnten. Spielen wir also erstmal unseren Leerwandler. Unseren Leergutwandler. Messer-Jongleur. Face. Was war nochmal die Fähigkeit? Verursacht 2 Schaden. Das ist echt nicht schlecht. Das ist eigentlich ist es echt nicht schlecht. Kann nicht als Zauber von Heldenfähigkeiten, als Ziel von Zaubern oder Heldenfähigkeiten gewählt werden. Das heißt, Blutzucker bringt hier nichts. Doch. Wir spielen einfach die. Und zwar natürlich so, dass wir dem Messer-Jongleur nicht Spott geben, denn das wollen wir nicht. Was soll ich schießen? Naja, ich sag mal so, spätestens wenn die Verdammniswache gespielt werden kann, haben wir sowieso gewonnen. Die Wichtelmeisterin. Lang ist es her, dass ich diese Karte in irgendeinem Deck gespielt habe. Das rettet dich jetzt auch nicht mehr. Wow. Okay. Geklärt gar nicht schlecht. Aber wie gesagt, durch die Verdammniswache in unserem Deck oder auch das Höllenfeuer ist es hier wirklich ein easy, easy win. Dann wollen wir nochmal gucken, wie das aussieht hier mit dem Q-Block. Ob es da eine Möglichkeit, eine Chance gibt. Eure Diener, die 5 oder mehr kosten, kosten 5. Es ist natürlich die Frage, wie viele große Diener wir haben werden, weil ich weiß gar nicht als Hexenmeister, was man da für Auswahlmöglichkeiten von den verschiedenen Karten bekommen kann, die man in sein Deck aufnehmen kann. Eure Diener haben plus 1 ist eigentlich immer gut. Das ist wirklich immer gut. Beginnt mit einem zusätzlichen Mana-Kristall, ist allerdings auch sehr stark, aber wir machen erstmal das. Das ist safe, das ist wirklich die Nummer safe, auf die Safe-Nummer gegangen. Ja, gut. Wenn man hier jetzt mal sieht, Lord Jaraxxus und Mal'Ganis, da wäre es natürlich gar nicht so doof gewesen, wenn man tatsächlich dieses andere Artefakt genommen hätte. Allerdings sind auch das hier sehr gute Sachen. Jaraxxus, Leerruf. Ja, wir nehmen erstmal die dicken Dämonen. Wir nehmen erstmal die dicken Dämonen und kämpfen gegen Wegmacher-Ham. Oder Ham. Fügt 2 zufälligen verschiedenen Feinden einen Schaden zu. Das sollte eigentlich ganz gut machbar sein. Gucken wir mal, wie sich das Ganze dann ausspielt. So, der Leerwander dürfte jetzt echt mega stark sein. Ich meine, 2-4 mit Spott für einen Mana. Das ist echt übertrieben. Es ist einfach übertrieben. Und die Wichtelmeisterin. 2-6. Das gefällt mir, wenn meine Diener so mächtig sind. So, spielen wir erstmal den aus. Ich glaube, man kann dasselbe Artefakt auch nicht zweimal bekommen. Das heißt, wir können jetzt nicht nochmal +1/+1 bekommen für unsere Diener. Das wäre auch wirklich zu OP. Wir haben eine sehr gute Kurve bis zur Runde 4.
Und er macht eigentlich nichts außer Dynamitstangen hin und her schmeißen. Okay, jetzt machen wir das. Grandios. Und selbst die Wichtel haben natürlich plus 2 plus 2. Was nochmal extremer ist. Schade. Geil. Und gewonnen. Messerjongleur, du hast die Ehre. Ich liebe es. Die Verzweiflungsschreie meiner Gegner. Ursprünglich hatte ich gedacht, dass der Dungeon Run eine gute Möglichkeit ist, die Helden zu leveln. Ist er theoretisch auch, aber es dauert halt unfassbar lange. Lebensentzug, nein. C'Thun. Wir nehmen kleine Dämonen, weil der Flammenwichtel einfach mal 4-3 an Stats hat für einen One-Drop. Der Boss der Wichtel-Gang 3-5 und er macht 2-2 Wichtel. Das ist enorm. Aufseher Mogark, den kennen wir glaube ich auch schon, fügt einem befreundeten Diener einen Schaden zu und verleiht ihm 2 Angriff. Also plus 2 Angriff. Kennen wir schon. Klar, man wird immer wieder auf Bosse stoßen, die man kennt. Das ist halt so. Es gibt ja auch nur eine Auswahl. Eine bestimmte Auswahl. Es ist ja nicht endlos viel. Aber auch in dem neuen, in der neuen Expansion, den neuen Add-on, neue Erweiterung, die kommt, spielt der Dungeon Run wieder eine Rolle, weil er nämlich mit neuem Inhalt bedacht wird. Und das finde ich schön, dass das nicht so vergessen wird und nur eine Kobolds und Catacombs Geschichte ist, sondern, wie gesagt, auch noch weiterhin eine Rolle spielt. Face. Das ist schon mal eine ganz gute Präsenz, die wir hier jetzt gerade aufbauen. Die Wichtelmeisterin zu spielen ist vielleicht gar nicht so klug. Ich mach's aber trotzdem. Schade. Aber ich will einfach genug Power haben, um dann Lethal zu haben. Und das haben wir auch. Selbst mit dem Heini. Okay. Meinetwegen. Das soll eine Waffe sein. Moment. Ich habe kein Lethal. Ganz knapp nicht, aber das macht nichts. Doch, vielleicht. Verdammt. Moment, ich habe vielleicht immer noch Lethal. Moment. 2-mal gedodged! 2-mal! Schneller! Schneller, los! Ich kann's nicht fassen! Fool me once, shame on you! Fool me twice, shame on me! Aber wir haben trotzdem gewonnen, was soll der Geiz? Unser Deck wird natürlich noch mächtiger! Oha! Ruf diesen Diener erneut herbei! Okay, der verschwindet also nie. Verleiht einem Diener plus 3 plus 3. Erhaltet einen leeren Mana-Kristall, nachdem euer Held angegriffen hat. Das will ich eigentlich nicht. Also es wird einer von den beiden. Ruf diesen Diener erneut herbei. Ist natürlich... Ich meine, der ist leicht zu töten. Aber er kommt halt immer wieder. Okay. Wir könnten wieder kleine Dämonen machen. Bitte? Ich meine, Spott wäre auch geil, aber ganz ehrlich, ich habe gerade 3-mal Mal'Ganis im Deck. Kann ich bitte nochmal diese passive Fähigkeit bekommen, wo meine Karten, die mehr als 5 kosten, 5 kosten? Alle Kampfschrei-Effekte werden 2-mal ausgelöst. Kampfschrei haben wir, glaube ich, gar nicht, oder? Doch!
Doch, oh. Der Feuerimp. Da ist der doppelte Kampffreieffekt natürlich ziemlich blöd. Aber wir haben auch zum Beispiel den Dunkeleisenzwerg, bei dem das gut ist. Eure Seele wird mir gehören. Es ist so krank, dass wir einfach dreimal Mal'Ganis im Deck haben. Aber das kann uns den Arsch retten später noch, weil dadurch unser Held natürlich immun wird. Das dürfen wir nicht vergessen. Okay, wir wollen irgendwas spielen und spielen deswegen natürlich die Sonnenzornbeschützerin. Das nenne ich Kampfgeist. Ja, danke. Really? Are you sure? Ich kümmere mich drum. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gemacht, aber okay. Wie kann man so unfassbar dämlich sein? Wie kann man so unfassbar dämlich sein in seinem Hirn? Das soll eine Waffe sein. Bin so gefällt das. Das glaube ich kaum, dass dir das gefällt. Es sei denn, du bist ein Masochist, aber ohne Ende. Ja, okay, das ist eher geil für dich. Da haben wir Mal'Ganis. Wir spielen jetzt mal folgendermaßen. So. Gar nicht schlecht, das ist okay. Haben wir ihn wieder auf 10 Leben runter. Vielleicht auch 9. Nein! Ich wollte so ein Base treffen. Will er mich verarschen? Wir können die Verdammniswache leider Gottes ja nicht spielen. Zieh ruhig. Eins für den Boss, zwei für mich. Okay. Wir spielen Mal'Ganis. So, jetzt muss ihm schon was einfallen, wenn er uns noch irgendwie besiegen will. Das zum Beispiel ist das Dümmste, was man machen kann. Hey. Enjoy yourself! Bitte! Er macht es eigentlich nur schlimmer. Wie gesagt, er macht es eigentlich nur schlimmer, 6-18. Wartet mal kurz. Ja. Das ist eigentlich nicht das, was ich machen wollte. Boah, machen wir mal das hier. Ja, wir haben einen Jaraxxus 1123. ich liebe es. Oh! Leerrufer, richtig geil für unser Deck. Schädel der Manari, noch mega geiler für unser Deck. Beschwört zu Beginn eures Zuges einen Dämon aus eurer Hand. Und ihr wisst, was für fette Viecher das sein können. Das ist zum Beispiel auch richtig geil für die Verdammniswache, weil wir dann den Kampfschrei-Effekt, den negativen, nicht bekommen. Und trotzdem den Ansturm-Effekt haben. Als Vorteil. Also Win-Win. Finsterpranke. Verwandelt einen Diener in einen zufälligen Diener, der einen mehr kostet. Und das Ganze kostet 0 Mana. Ich denke mal trotzdem, dass wir damit klarkommen sollten. Gul'dan gegen Finsterpranke. Betonung liegt auf sollten. Eure Seele. Aber wie wir wissen, hätte Fahrradkette. Die Wichtelmeisterin behalte ich mal. Lauert hier unten.
Weil die uns halt mega die Armee beschwört nach und nach. Mit guten Stats. Er macht gar nichts. Wir spielen die, um irgendwas auf dem Board zu haben. Das ist eigentlich immer sehr wichtig. Du kriegst ihn nicht tot. Was willst du machen? Er macht... Okay. Naja, das ist gut für uns. Er hat zwei Karten eingesetzt, um eine von uns zu töten. Ich bin ein Mann. Das ist jetzt erstmal in der Situation mehr Stats auf dem Board. Dementsprechend... Okay. Das sind echt krasse Karten hier. Meine Wichtelarmee. Boss der Wichtelgang und die Wichtelmeisterin. Okay. Oh ja, bitte. Wir gehen einfach face. Ich habe das Gefühl, in dieser Situation ist das nicht unbedingt ein Fehler. Okay. Ich wette mit ihr, das hast du nicht kommen sehen. Sehr geil, damit haben wir schon 5 Bosse besiegt. Das ist das Beste in dieser Situation. Fletschzahn. Ruf des Jägers. Verringert die Kosten von Karten auf eurer Hand um 1. Und das kostet 3 Mana. Okay. Ich glaube, dieses Deck hat in der Zusammenstellung jetzt tatsächlich die Chance, den Dungeon Run gegen Fletschzahn abzuschließen. Und zwar als Gewinn. Eure Seele wird mir gehören. Das heißt, die kosten jetzt alle nur 5. Beziehungsweise Malgan ist die Verdammniswache ja sowieso. Wir brauchen den Leerrufer gar nicht auf der Hand. Ein bisschen Early Game brauchen wir jetzt gerade mal. Und wir bekommen den Leerwandler, das ist gut. Alter. Alter, ich hab's mir gewünscht und ich hab's bekommen. Das ist so geil. Und dann auch noch den Wachshüter direkt am Anfang. Wow. Tja. Ich wusste, dass das klappt, weil wir ein relativ teures Deck haben. Malgan ist ja einfach mal 5 kostet, ne? Das ist so göttlich. Jetzt wird er gar nichts machen, er wird die Fähigkeit einsetzen. Ja, probier's doch. Wie gesagt. Kostet einfach mal 3. Normalerweise kostet der 25. So, und seine Kosten wurden auf 5 gesenkt, da wir 2 Leben verloren haben. 5 minus 2 macht 3 Mana, die das Ding kostet. Es ist übertrieben. Es ist einfach übertrieben. Was willst du tun? Du kannst nichts tun. Ja, und jetzt machen wir nämlich Folgendes. Statt Malganis zu spielen, spielen wir den Schädel der Manari. Und bekommen jetzt wahrscheinlich jede Runde irgendwas Fettes aufs Board. Den hauen wir weg. Meine Macht wächst immer weiter. Ich weiß, es wäre wahrscheinlich klüger gewesen, das mit dem Wachshüter zu machen, aber ich wollte halt möglichst viel Face-Damage machen. Das rettet dich nicht. In keinster Weise.
Na, Mal'Ganis? 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 Schade. Aber wie wär's mit jetzt Mal'Ganis? Und wir hauen den erstmal weg. So. Wir wollen keinen Ansturm-Scheiß haben. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Leider rettet ihn das nicht mehr. Der Sandwurm müsste das... Ah, nee, er greift es nicht an, richtig. Nee, nee, der Sandwurm funktioniert anders. Ich dachte gerade an was anderes. Wir können ja nochmal Mal'Ganis spielen. Oh Gott, was habe ich da für ein Deck gecraftet? Oh Gott, es ist so krank. Es ist so krank, es ist einfach so krank. Jetzt müssen wir mal überlegen, was ist besonders gut. Oh Gott. Wir brauchen eigentlich... Theoretisch brauchen wir ein bisschen Early Game. Wobei, eigentlich brauchen wir... Ja, nur dicke Dämonen, ey. Alle Kampfschrei- und Todesröcheln-Effekte werden zweimal ausgelöst. Oh Gott, Voodoo-Meister Vex. Das ist a little bit übertrieben. Vor allen Dingen auch die Todesröcheln-Effekte. Ich bin gerade froh, dass wir unsere Verdammniswache auch anders aufs Feld kriegen. Eure Seele wird mir gehören. Ich nehme mal den Dunkeleisenzwerg weg, in der Hoffnung, was Besseres zu kriegen. Ja. Es ist halt möglichst klug, den möglichst schnell und möglichst bald auf, also einfach bald aufs Feld zu ballern. Je länger hat man eben die Vorteile durch ihn. Das Ding ist auch geil. Karten, die ihr mit eurer Heldenfähigkeit zieht, kosten 0. Okay. Ja, okay, okay. Todesröcheln-Effekte werden... Moment. Moment, Moment, Moment. Moment. Ich... Ich brech zusammen. Oh Gott, ich brech zusammen. Das ist der Wahnsinn, ey. Ja, mach mal. Nee, ist okay. Das ist so dumm. Das ist einfach so unfassbar dumm. Ich hab grad Spaß. Oh, das ist die beste Runde überhaupt. Jetzt weiß ich auch, warum der Dungeon Run einfach so mega viel Spaß macht. Das ist einfach. Dieser hier wird sich als äußerst nützlich erweisen. Hoffentlich. Es ist so einfach so vollkommen übertrieben. Ist es schon Lethal? Es könnte schon Lethal sein. Nee, nicht ganz. Schade. Das Never-Ending-Board. Ja, meinetwegen. Oh je. Die kommen alle sowieso wieder. Das ist vergebene Liebesmüh. Das ist absolut sinnlos. Oh Mann, ey. Einfach das... Einfach das absolut unbelievable Hexenmeister-Deck. Ich sag euch das. Das ist der Hammer. Das ist so der Hammer. Mutiert einen befreundeten Diener. Mutiert ihn erneut für jeden Boss, den ihr in dieser Schatzjagd besiegt habt. Zieht 3 Karten, sie kosten 0. Erhaltet zu Beginn eures Zuges einen zufälligen Magierzauber auf die Hand. Nee, das finde ich doof. Wir wollen ja als Waffe den Schädel der Manari. Zieht 3 Karten, sie kosten 0. Oder mutiert einen befreundeten Diener. Mutiert ihn erneut.
Das kann für Lethal-Situationen sorgen. Schädel der Manari nochmal wäre doof. Zwielichtdrache Lord Jaraxus oder geschmolzener Riese. Oh, der schwebende Beobachter. Der eskaliert auch total. Haben wir überhaupt irgendeinen Zauber? Haben wir überhaupt irgendeinen Zauber? Wir haben Blutsauger. Also bringt uns schon geil nichts. Der schwebende Beobachter allerdings ist ziemlich geil. Der vulgäre Homunculus eigentlich auch. Hier haben wir allerdings Lord Jaraxus, was mega mächtig ist. Ja, das... Xol, die Unversehrte, sie hat euch im Auge. In den Augen? Passive Wellenfähigkeit, erhaltet am Ende eures Zuges einen Strahl auf die Hand, okay? Und der macht irgendeine Kacke mit uns. So, dass wir den ausspielen müssen. So ist es, glaube ich. Aber ich habe das Gefühl, dass wir das gut schaffen könnten. Das ist jetzt die finale Konfrontation. Schädel der Manari behalten wir auf jeden Fall auf der Hand. Müssen wir so schnell es geht spielen. Höllenfeuer, oh, das ist auch ein Zauber, den wir spielen könnten mit, ja, wobei mit Cho'Gall, nee, das ist doof. Das ist doof. Die fängt natürlich auch schon mit einem Mana mehr an als wir. Unverschämte Scheiße. Opfer von Lakari. Nein, stop it. Ah, doch nicht. Erhaltet am Ende eures Zuges einen Strahl auf die Hand. Das gilt nicht für uns, sondern für den Gegner. Interessant. Mischt einen zufälligen feindlichen Diener in das Deck des Gegners. Nein! Mies! Okay, wir müssen uns aber merken, was der für Scheiße spielen könnte. Das ist ganz wichtig. Okay, das ist eigentlich eine Karte, die ich jetzt weniger... Gut. Guckt, was wir hier Schönes gleich spielen können. Ruft diesen Diener herbei, wenn ihr ihn abwerft. Okay. Okay, hier gibt es eigentlich nur eine richtige Spielweise und die ist folgende. Ja. Board geklärt und wir haben noch was auf dem Board. Übernehmt die Kontrolle über einen zufälligen feindlichen Diener. Könnte uns ziemlich in die Scheiße reiten. Aber nur theoretisch. Wenn das nicht allzu oft passiert, ist es okay. Wir spielen den Schädel der Manari. What? Das ist... Nein, das ist äußerst... Okay, das ist gut. Aber er darf seine Quest eigentlich nicht fertig machen. So, was bekommen wir? Bitte eine Verdammniswache. Großartig. Lord Jaraxus haben wir jetzt auch noch. Das ist noch besser. So, jetzt können wir schon mal Folgendes machen. Wir werden jetzt erstmal den los. Und jetzt müssen wir halt ein bisschen aufpassen, weil wir nicht zu wenig Leben haben dürfen. Wie viel? Zerstört einen Mana-Kristall eures Gegners. Das ist egal, das kostet eh alles nur 5 Mana. Was willst du denn? Okay. Okay, okay, okay. Bitte die andere Verdammniswache. Sehr geil, sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Jetzt spielen wir nochmal Garnis dazu. Und den Flammenwichtel, der jetzt nämlich keinen Schaden an uns macht. Und jetzt sieht's gut aus. Nein! Nein! Oh, danke. Ernsthaft, danke. Da wäre ich jetzt nicht unbedingt face gegangen. Wobei doch, muss er ja. So, und jetzt haben wir Jaraxus auf dem Feld und das ist einfach mal mega. Wir gehen logischerweise face. Wir hätten eigentlich noch warten sollen, merke ich jetzt erst. Naja. So.
Bitte übernehmen nicht die Kontrolle über irgendwas. Okay, wir sind am Zug. Das ist ein äußerst, äußerst nice. Leerrufer. Jetzt müssen wir ein bisschen Druck machen. Wobei ich hätte auch erstmal hier noch ziehen können. So, es sieht gut aus. Es sieht verdammt gut aus für uns gerade. Friert einen zufälligen feindlichen Diener ein, die benachbarten Diener. Wie kann man denn so dumm sein? Wie kann man denn so dumm sein? Ernsthaft? Wir kriegen ja gerade keinen Schaden. Den können wir allerdings nicht spielen. Da müssen wir warten, bis er von dem Schädel der Manari beschworen wird. Ergibt es Sinn, den Zwielichtdrachen zu spielen? Jetzt? Ah, wobei, ist nicht so schlecht. 5-5 ist okay. So. Mach ruhig. Probier's doch. Vernichtet alle verletzten feindlichen Diener. Das ist nur einer. Okay. Seems legit. Verderben. Aber merkt ihr, wie der keine Chance hat? Merkt ihr, wie es ziemlich übel für ihn aussieht? Wir brauchen Malganis. Wir brauchen einen Malganis. Wir kriegen aber keinen Malganis. Das ist schade. Wir beschwören stattdessen... Wir beschwören mal einen Spott. Ich mache das jetzt mal einfach, weil ich nicht weiß, was passieren könnte. Ob der irgendwelche krassen Charge-Minions hat. Jetzt dürfte er nämlich seine Quest erfüllt haben, okay? Das ist blöd. Das Nether-Portal beschwört ihm jetzt jede Runde Wichtel. Und zwar umsonst. Verderben. Leider wird er so weit gar nicht mehr kommen, weil er tot ist. Hinter meinem Wahnsinn steckt Methode. Machen wir uns nochmal einen schönen starken Jaraxxus hier. Und damit wart ihr Zeuge einer verdammt epischen Begegnung zwischen dem absolut dicken Dämonenlord Gul'dan, Gul'dangerous. Dafür bekommen wir auch noch Blutsauger als goldene Karte. Yes! Wir haben es als Hexenmeister geschafft. Dungeon-Jagd abgeschlossen. Muhaha! Sehr geil. Erster Versuch mit Hexenmeister und direkt geschafft. Aber das Deck war auch absolut OP. Es war absolut OP. Wenn ihr jetzt hier mal guckt, haben wir jetzt hier das Krönchen auch nochmal drüber und werden dann, ja, beim nächsten Mal probieren. Ich denke, wir machen nochmal eine Schatzjagd. Dass wir einfach mal gucken, dass wir mit noch einer Klasse gewinnen. Wenn wir mit allen Klassen gewinnen, dann gibt es, glaube ich, einen besonderen Cardback. Und, ja, hat mir richtig viel Laune gemacht. Das war eine so geile Runde. So viele lustige Momente. Ja. Da wisst ihr, wozu der Dungeon Run gut ist. Bis zum nächsten Mal.